Willkommen zur Star Wars Show. Was wäre eine Star Wars Show nicht ohne die Figuren? Wir zeigen euch heute natürlich erstmal die erste Figur von Star Wars und das war Darth Vader. Die gesamte Palette von 1978 bis heute 2016. Es wird sicherlich eine neue Figur rauskommen, sobald Rogue One erschienen ist. Wenn man sich die Figuren genau ansieht, stellt man fest, dass die Gesichtszüge, nicht nur die Gesichtszüge, sondern auch die Figur selbst ständig verändert worden ist. Mal hat er richtig dicke Arme wie Arnold Schwarzenegger, manchmal hauchdünn, manchmal ist er total dünn, manchmal mit und manchmal ohne sein Cape. Ohne Cape sieht er natürlich gar nicht gut aus, aber das war der Anfang 1978. Da hat man auf die Figuren noch nicht so geachtet. Aber wie dann plötzlich der Hype kam, dass diese Figuren gesammelt wurden, weil zuerst wurden diese Figuren verkauft ohne Case, ohne Beachtung, bis die dann plötzlich doch in ein Case, in einer Schachtel und auch im Verband mit anderen Figuren verkauft wurden. Wir verkaufen also seit 1979 Figuren und die Sammler stellen uns auch ihre eigenen Kompositionen zur Verfügung, wo diese Figuren dann ja modifiziert wurden. Wenn man jetzt genau auf diese beiden hier vorne achtet, das links und rechts und jetzt auch der nächste, in der Mitte mal blau, mal rot und auch die sogenannten Zusatzfunktionen für Darth Vader immer abgehandelt oder verändert wurden. Beim ersten 1978 konnte man das Lichtschwert noch ausfahren. Hier jetzt die ganze Zeit mittlerweile ist es starr. Manchmal wird sogar ein Lichtschwert hinzugefügt, ohne Licht, als einfachen Saber, den man dann an die Figur drapieren kann. Wenn man sich diese Figur jetzt hier anschaut, links der Ursprung 78, dann 79, 80, sieht man also auch schon, dass immer mehr gefeilt worden ist. Die Uniform wurde also immer mehr angeglichen an den Film, wie auch die Figuren nach und nach verändert wurden. Jetzt hier die rechts außen, die fetten roten Augen. Naja, also wie gesagt, von 78 bis heute haben sich diese Figuren so sehr verändert. Auch im Schrittbereich, im Formbereich, in auch dieses sogenannte Leder, diese Lederkombi. Und auch Cape, wie auch diese Zusatzfunktion von Darth Vader. Mit vielen Kunden gesprochen, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, die Figuren alle mal auszupacken von 1978 bis 2016. Also die Figuren Rogue One haben wir auch schon da, die werden auch demnächst ausgepackt und die werden wir dann auch besprechen. Dieses, ich meine, es dauert jetzt etwas länger, weil an alle Sammlerfreunde, die wirklich seit 1978 Darth Vader sammeln als Figur, die jetzt selber in ihren Schränken stehen haben, wenn man sich genau anschaut. Auf der linken Seite noch das Leder mit leicht bläulich gefärbt, aber die Zusatzfunktion nicht bemalt. Jetzt hier in der Mitte sieht man schon, auch filigran gearbeitet, aber die Zusatzfunktionen sind halt auch bemalt. Nur wenn man genau drauf achtet, ist jetzt das Licht oben grün und zusätzlich rot. Man hat also nicht so allzu viel hinzugefügt. Auch der Schutzpanzer oben ist viel zu schmal geworden und auch also die Handschuhe haben sich verändert. Dann wurde er also ein bisschen stärker, der jetzt hier so in der Mitte. Wenn man sich diesen anschaut, er hat schon einen
stärkeren Körper, ist aber genauso in der Funktionsweise wie alle anderen auch. Sind alles 6 Inches. Und ja, also wenn man sich das genau anschaut, ist da die Panzerung genauso wie im Film, auch die Maske. Die Maske ist, also der Mundbereich ist größer. Man hat auch darauf verzichtet, ihn nicht so düster darzustellen. Rechts außen wird das Ganze schon ein bisschen dicker. Da werden wir gleich hinkommen. Da ist er. Und rechts außen wieder der nächste. Man sieht auch, dass man da schon Scape oben auch die Kette animiert hat. Man hat also bei den ersten, wenn man gesehen hat, war die Kette nicht da. So, hier ist das Licht immer noch oben grün und rot, aber die Zusätze sind dabei. Ist also stärker geworden, schon fast. Auch der Mantel ist in diesen Gürtel mit eingearbeitet und fällt über die Beine. Hier hat man auch wieder den selber mit eingearbeitet, der ist also nicht abnehmbar. Man kann also am linken Arm sehen, dass da ein Drehpunkt ist, das heißt, dass man dort also den Arm auch verdrehen kann. Da es jetzt viele Step-Motion-Fans gibt, die also die Figuren kaufen, um damit Step-Motion zu machen, haben die sich natürlich immer bemüht, Figuren zu kaufen, die halt mehr Knickpunkte haben. Einige Figuren haben 21 Knickpunkte und somit kann man natürlich filigran wunderbare Step-Motion-Filme mitmachen. Wenn wir jetzt rechts rüber sehen, ist der Mund also viel breiter wie der jetzt hier in der Mitte. Ja? Auch die Nasen, es ist alles etwas wuchtiger gemacht. Diese Figuren sind von Hasbro, von Bandai und diversen anderen aus Amerika. Und hier sieht man rechts außen schon, dass oben rechts das blaue, nicht rot, sondern blau, und dass man Schalter links rot und jetzt rechts rot gemacht hat. Ja, wenn man das Ganze nochmal sich eben anschaut, von 1978 durchgehend, 79, 80 und so weiter. Wir kommen gleich sicherlich auch zu 2016, aber 2016 werden wir nicht zeigen. Jetzt kommen die Japanischen. In Japan, China haben jetzt hier natürlich auch zugelegt. Für die ist es neu, aber Bandai zum Beispiel hat ja wirklich ganz viele Knickpunkte filigran verarbeitet, auch Cape ist halt schneeweiß und nicht in dieser Farbkombination, aber vollkommen beweglich, wirklich. Alle Knickpunkte auch im Gesichtsbereich, Maskenbereich, für die, die Step-Motion mögen, also die mit Step-Motion arbeiten, ist diese Figur natürlich, aber hat nichts mit dem Ursprung zu tun, die halt nicht so für Step-Motion, ja, wer Step-Motion machen möchte, sollte immer darauf achten, dass die Figuren wirklich filigran verarbeitet, wirklich mindestens 21 Knickpunkte haben und damit man damit auch arbeiten kann. Wenn man die einfach nur sammeln möchte, so wie jetzt hier, die stehen jetzt und man kann sie sich anschauen, naja, wenn man sich aber die genau anschaut, wie sie verarbeitet wurden und wie es sich verändert hat von 1978 bis heute, die neue Figur, die nach Rogue One erscheinen wird. Ja, wir haben uns also in Amerika schon umgeschaut und in Amerika gibt es ja schon alles. Nur das Bekommen ist immer so eine Sache. Wir werden also Rogue One vorstellen. Wie gesagt, wenn man sich das genau anschaut. Hier zum Beispiel gab es die Version, wie er im Kampf war. Dort hat man halt das Gesicht, aber schaut bitte genau hin. Ich meine, das war jetzt im Kampf und auch der Mantel, man hat wirklich darauf geachtet, dass das die sogenannte Kampfversion, wo er wirklich in den Kampf gezogen, im Film, hat nichts mit dem Film zu tun, so sah er im Film nicht aus. Aber wenn man auch den rechten Arm von der rechten Puppe schon sieht und wenn man darauf achtet, wie da die Knopfeinheiten der Maschinerie eingearbeitet worden ist, auch vorne das Ganze und, naja, Geschmackssache. Also für die Sammler, für die richtig guten Sammler, die sammeln es und werden vielleicht einem zustimmen, dass die Figuren nicht immer gelungen sind. Aber hier, wenn man den rechten Arm sich anschaut, wo also ein Kunstarm eingearbeitet wurde, also
wo er dann so stark gekämpft, dass er halt den Arm verloren hatte. Und wenn man sich die anderen dann gegenüber anschaut, schaut euch mal bitte die Mundpartien an, die Kette hier rechts im Bild, fehlt die Kette, und schaut euch bitte die filigrane Arbeit an in der Mitte links und dann rechts. Also hier ist der Helm abnehmbar und der Kopf ist aber nur sehr leicht bewegbar. Man kann nämlich hier alles abmachen und die Kampfspuren von Darth Vader sind dann bei dieser Figur zu haben. Also wir stellen heute mal die Figuren vor, die dann auch für Step Motion genommen werden können. Also für alle die, die gerne Step Motion machen, also Animation, achtet bitte darauf oder ihr achtet sicherlich darauf, dass diese Figur ein bisschen mehr kann, wie nur als Figur da zu stehen. Man kann also darauf achten, dass diese Figur dem Film näher kommt. Man hat hier wiederum auf grün und rot und nicht blau. Im Film war der oberste rechte Knopf blau. Ja, wenn man sich die Gürtel anschaut und wenn man sich die Arme anschaut, man kann, wie gesagt, alles wieder draufpacken. Ein Klick und der Helm ist fest. Also diese Figur, also wer diese Figur in die Hand nimmt, merkt nicht, dass man das alles abnehmen kann. Es geht also leicht. Es ist also nicht so schwer. Es gibt Figuren, die sind so schwer, da hat man zwar alles in der Hand, aber man bekommt die Sachen nicht mehr drauf. Ja, man ist nur am Verbiegen und alles. Es gibt welche, die mögen halt Darth Vader mit Funktion. Hier ist mit Funktion, er würde sogar sprechen, wenn man auf seinen Brustpanzer drückt. Die Lichter, es gibt auch welche, die man also mit Licht, das leuchtet richtig, also die Stäbe sind so animiert, dass sie im Dunkeln leuchten. Diese Figuren sind selten, sehr selten im 6-Inch-Bereich, aber wie gesagt, es gibt solche 6-Inch-Figuren in der neueren Zeit, die halt eine sogenannte Zusatzfunktion haben. Wer das große Glück hat, einen Darth Vader zu bekommen, wie rechts außen, wenn man sich auf den Arm, diesen Arm anschaut, der hat mehrere Knickpunkte, wie der jetzt hier in der Mitte. Und ganz links außen bitte darauf achten, oben ist wieder grün, hier in der Mitte ist wieder rot, blau, Entschuldigung, oben rechts blau und rechts außen, er hat also auch schon etwas schmaler das Ganze, aber auch blau. Ja, dann ist der Schalter, genau darauf achten, wieder rechts rot und auf der linken war ja links rot. Wer sich also diese Figuren anschaut, bemerkt, dass nicht Darth Vader Darth Vader ist, sondern dass Darth Vader halt auch verschieden ist. Hasbro hat mehrere Varianten herausgebracht. Bandai sowieso. Und wenn man sich die genau anschaut, der einen Figur kann man oben alles abnehmen und Darth Vader kommt zum Vorschein mit seinen Kampfspuren. Dann wiederum nicht. Dann achtet bitte auf die Finger. Mal filigran mit Knöchel, dann wieder ohne Knöchel, also mit Zugriff, ohne Zugriff und dann wieder links blau oben und dann dieses Farbenspiel. Die Frage lautet nur, hat Hasbro das extra gemacht oder haben die sich nicht am Film gehalten oder sind das andere Variationen, die dort den Figuren zugekommen sind. Wenn man sich die Brustpanzer anschaut, schaut bitte genau hin für alle, die Darth Vader kaufen und ins Regal stellen. Irgendwann stellen wir euch auch die Sideshow Darth Vader vor. Heute fangen wir halt an mit dem Ursprung Darth Vader. Ich hoffe, ich kann euch da etwas helfen, indem ich euch mal darauf aufmerksam mache, wie die Figuren hergestellt worden sind. Also achtet mal links, ganz weit links, seht ihr den Knickpunkt und die Hand ist also im Griff härter als, also man kann die Hand nehmen und zwar als ob er jemanden den Hals wieder zudrückt. Ja, und jetzt kommen wir ganz rechts außen. Auch da ist er wieder sehr schmal geschnitten. Der Kopf ist also nur drehbar, nicht abnehmbar.
Die Hände auch wieder klein, er hat also nicht diesen Zugriff. Die Hände sind so gemacht, dass das Schwert in der linken Hand oder in der rechten Hand eingesteckt werden könnte. Es ist alles filigran, kleiner, 3,75 Inch, ist also kleiner wie die anderen. Ist gegenüber dieser Version, die, wo man auch die Arme im Hintergrund verschränken kann, aber der Helm hält nicht. Ja, der Helm ist so locker, da macht die Figur keinen Sinn. Man kann zwar mit der Figur, die wir jetzt gerade wieder weggenommen haben, die Arme nach hinten verschränken, also er steht dramaturgisch da. Heute haben wir, wie gesagt, alle Figuren von 1978 bis 2016 mal vorgestellt. Für alle, die Step Motion machen möchten. Also achtet bitte darauf, dass ihr die Figuren wirklich fließend hinbekommt durch die sogenannten Knickpunkte. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war die erste Variante von unserer Star Wars Show Deutsch. In der Star Wars Show Deutsch wollen wir nicht nur den Ursprung von Darth Vader und überhaupt aller Figuren zeigen, sondern wir werden dort eine Menge machen. Der soeben gezeigte ist unser, der am naheliegendsten ist, mit allen Funktionen, Kopf ab, Deckel ab, und er sieht dementsprechend wie im Film ähnlich. Ja, das war's auch schon. Und schaltet euch, also das war der erste Versuch, euch das alles mal zu zeigen und darüber zu philosophieren, über Darth Vader und Star Wars Show Deutsch.